Schönen guten Morgen. Ich melde mich zurück aus dem Sommerurlaub und es geht direkt weiter mit einem sehr spannenden Thema. Ich folge heute nämlich einer Einladung von Mercedes und es geht nach Stockholm. Hier wird nämlich heute Abend Mercedes Elektroauto vorgestellt. Auf jeden Fall ist das hier die Location und die ist auf jeden Fall cool. Es gibt was zu essen und zu trinken und einen kleinen Vorgeschmack auf das, was wir heute Abend präsentiert bekommen, und zwar den Mercedes EQC. Hier ist er so angedacht, man kann sich's vorstellen, ist so ein SUV, ne? Ein größeres Ding, rein elektrisch und hier sieht man auch noch ein paar Details und zack, weg sind sie. Ach, ist das geholt. Also unten sieht man den Akku und dann eben den Antriebsstrang. Soll ich ihn in Deutsch? Ja. Vielleicht cool, magst du uns kurz erklären, was wir sehen? Also man kann schon mal einen Blick in den Antriebsstrang werfen vom EQC. Es gibt eine dynamische Momentverteilung zwischen der Vorder- und Hinterachse. Okay, also man hat hier vorne einen Elektromotor und hinten einen. Genau, zwei Elektromotoren. Hier kann man sich das Thema Laden angucken. So, the next round of sessions beim Plug-in wird das Ganze geladen. Geht dann die Batterie rein und was ganz cool ist, kann man sich hier die Batterie nochmal im Detail ansehen und sieht dann hier auch die einzelnen Batteriezellen von den 384 Stunden. Richtig cool gemacht. Also dieses Event ist in verschiedene Sessions gerade aufgeteilt. Die Präsentation ist erst heute Abend und wir haben hier immer so ein paar Workshops, nennen sie es. Und dann lernt man irgendwas zum Thema für eine Viertelstunde. Gerade ging es hier um Akkus und erzähle ich euch gleich was dazu. Und dann geht es gleich weiter mit, wie die Intelligenz im Auto so sein soll und was man alles mitmachen kann. Geht auch gleich weiter, deswegen beeile ich mich. Hier war die Bühne. Und da seht ihr schon, wird die Ladethematik dargestellt. Der Akku ist 80 Kilowattstunden groß und kann mit 110 kW Gleichstrom geladen werden. Und damit es auch solche Stationen gibt, gibt es Ionity. Das ist so ein Bund von verschiedenen Herstellern, wo eben auch Mercedes zusammen ist. Und die tun sich eben zusammen, um ein europaweites Ladenetz aufzubauen, was bis zu 150 kW unterstützt, wenn mich jetzt nicht komplett alles irrt. Das Ganze ist hier mit CCS und wie gesagt, der EQC wird 110 kW DC unterstützen und bei AC haben wir bis zu 7,4 kW. Sie bauen auch eigene Wandladestationen, wobei man natürlich auch von anderen Herstellern Ladestationen nehmen kann. Ich benutze zum Beispiel den Juice Booster, weil man den auch unterwegs benutzen kann und als Heimladestation. Und induktives Laden wurde kurz thematisiert, wird es nicht geben. Einfach weil sie in den Tests gesehen haben, dass gerade mal bis zu 4 kW hochgeht und es ist einfach dann ziemlich langsam und das einfach Energieverluste beim Laden. Und um das Ganze wirklich zu optimieren, hätte man viele Entwicklungskosten und Entwicklungszeit reinstecken müssen. Und das haben sie einfach gesagt, lohnt sich jetzt gerade in dem Moment nicht. Wie geil ist das bitte? Wir fahren auf dem E-Bike jetzt zur Location, wo das Auto wirklich präsentiert wird. Mit dem Helm gab es erst ein Problem. Flashback. So, noch ein YouTube-Kollege aus Deutschland. Servus. Moin, moin. Wir haben es auf die längste Stufe gemacht und es geht nicht zu. Also entweder fahre ich jetzt so. Wie das bei mir hier ist, wir sollen mal tauschen. Also, ah ja, hier ist noch Luft. Ja, easy game. Perfekt, so, safety first. Sexy Hexi, Fäustchen Mäuschen. End of Flashback. Aber jetzt sitzt der Helm so halbwegs. Und es geht weiter. Was ich noch kurz sagen wollte, das war nämlich ein kluger Gedanke, den ich auch schon ein paar Mal gelesen habe. Man ist ja so sehr fokussiert auf die öffentlichen Ladestationen. Aber circa 80% der Ladevorgänge werden im privaten Bereich passieren. Also bei einem zu Hause oder auf der Arbeit. Und darüber wird relativ wenig gesprochen. Jetzt muss ich doch ganz schön treten. Vielleicht soll ich die Unterstützung hochstellen. Ein bisschen Sport soll es ja auch sein. Und mittlerweile hat der Gesetzgeber da auch schon ein paar Sachen auf den Weg gebracht, die den Ausbau von Ladestationen zu Hause voranbringen sollen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Was Mercedes hier aber auch noch vorstellt, ist eine App, die Mercedes Me App, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe. Und da kann man dann zum Beispiel einfach eingeben, wo man hinfahren will. Und dann sieht man die Ladestation auf dem Weg und dann wird eben kalkuliert, wo man wie lange laden kann. Und dann kann man es ins Auto senden, einsteigen und losfahren. Und was sie auch noch gesagt haben ist, dass es ganz viele verschiedene öffentliche Ladestationenanbieter gibt. Es gibt in Deutschland alleine über 200 Anbieter. Und damit man nicht bei jedem einen Account machen muss, sollen die auch irgendwie integriert werden. Und dann kann man dort eben über die App die Ladestationen aktivieren und dann eben laden und hat dann ein Abregungssystem.
Präsentation ist vorbei. Maximal 10 Minuten gedauert, vom Chef persönlich. Ja. Sehr cool, dass wir die ganzen Infos eigentlich schon vorab hatten, so in einem Setting, wo man ein bisschen konzentrierter sein konnte und nicht alles auf einmal hier in einer stundenlangen Präsentation bekommen hat. Aber jetzt natürlich hier zwei Autos für 200-300 Autobegeisterte, das ist ein bisschen wenig. Ich versuche mich trotzdem vorzukämpfen, mal schauen, ob man da einen Blick erhaschen kann. Beide in weiß. Fun Fact, weiße Autos sind in Europa relativ unbeliebt, in den USA deutlich beliebter. Aber trotzdem steht hier in weiß. Neanche loro. Ja, ist ein bisschen hoffnungslos gerade. Schauen auf der anderen Seite. Da der Kofferraumplatz. Ja, da passt sich hier fest rein. Erstmal auf Knöpfe drücken, ja, warum nicht? Muss das Auto kennenlernen. Und dann schön am Stern wieder auf. Alles klar. Hier ist dann der CCS-Ladeanschluss, also jetzt ist es Typ 2 und wenn man die untere Kappe noch entfernt, ich fliege das mit der anderen Hand hin. Da wo muss man drauf? Ah, man drückt drauf und schon wird es CCS-fähig. Ja, Fuchs muss man sein, Leute, nicht nur einen buschigen Schwanz haben. Hier draußen steht nämlich noch einer, während sich drinnen alle um zwei streiten, sind hier draußen überschaubar viele Leute und hier vorne ist leider kein zweiter Kofferraum, wie ich sehe, aber auch kein dicker Motor und auch kein Ölwechsel nötig. So, reinsetzen wir natürlich das Beste. Mal schauen, ob da auch noch irgendwie sich eine Gelegenheit bietet. Sonst können wir auch erstmal hier die Felge mit dem Stern kurz bestaunen. Und der Fahrersitz ist nicht frei. Nein. Das wäre natürlich jetzt auch zu praktisch gewesen. Dann mache ich es wahrscheinlich so. Morgen früh um 7.30 Uhr habe ich einen Termin mit dem Schatzi hier und kann mir dann das Auto in Ruhe anschauen mit noch weniger Trubel. Also würde ich sagen, bis morgen. So, schönen guten Morgen. Es ist wirklich sehr früh und auch ein bisschen frisch, aber macht nichts. Ich kann mich das erste Mal jetzt in das Auto setzen und heute ist auch nicht so viel los. Wir haben nämlich der Nico und ich eine halbe Stunde hier mit dem Auto geschenkt bekommen. So, los geht's. Erstmal, ich liebe Neuwagengeruch. Dann schaue ich hier auf zwei Displays und hier vorne versteckt sich auch noch ein Head-Up-Display. So, der Sitz, den müssen wir auch mal irgendwie ein bisschen anpassen. So, drücken wir. Ah ja, schau mal. Da ist der Sitz. Bisschen höher. Vor mir saß ein großer Mensch drin. Und dann würde ich sagen, klicke ich und drücke ich einfach jetzt mal irgendwo rum. Schau mal, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. Da haben wir die Cupholder drin. Alles klaro. Hier die Bedienelemente lasse ich mir am besten von einem Mercedes-Experten gleich erklären, weil wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Und wenn ich da jetzt überall von alleine auf die Lösung versuche zu kommen, dann dauert das zu lange. Ah, da öffnet sich ein Geheimverstaufach mit Chargeports. Alles Klärchen. Hier oben kommt viel Licht rein, das ist eine schöne Sache. Und da sehe ich gerade, es müssten die Mikrofone sein hier oben. Da gibt es nämlich eine ziemlich coole Sache. Die haben gestern gesagt, dass man mit dem Auto ganz natürlich reden kann. Auf jeden Fall war mit das cool, dass das Auto kennt, wer spricht. Also wenn ich das als Fahrer sage, dann geht eben die Temperatur auf der Fahrerseite hoch. Wenn es der Beifahrer sagt, was eben durch diese Mikrofone erkannt werden kann, dann passiert eben die Aktion dort drüben. Also eine ganz coole Sache. Und man könnte auch Sachen sagen wie, bereite das Auto bitte für eine Abfahrt morgen früh um 8 Uhr los auf, keine Ahnung, 20 Grad. Und dann ist das Auto eben um 8 Uhr früh vorgeheizt oder vorgekühlt. Je nachdem. Und das soll eben ganz natürlich sein. Das würde ich gerne probieren. Ich schau mal, dass ich mir hier jemanden reinhole von Mercedes und vielleicht geht das ja auch. Wolfgang, kann ich dich abgreifen? Hast du kurz Zeit? Eine Sekunde, ich würde kurz den Kollegen noch Bescheid sagen, ob ich nach hinten fährt. Jo, oh, gute Idee. Jetzt haben wir den Müllwagen im Hintergrund. 12 seconds later. Oh, ja, komm rein. Guten Morgen. Servus, YouTube, das ist Wolfgang. Wolfgang, das ist YouTube. Hi. Servus. Du, ich habe gerade erklärt, dass man mit dem Auto sehr natürlich sprechen kann. Kannst du es mal demonstrieren? Geht das schon? Ja, funktioniert. Du musst einfach nur einmal sagen, hey Mercedes. Ah, das ist der Befehl. Okay. Ja, und dann geht das los. Also, was, sehe ich irgendwas dann? Okay, du machst jetzt das Auto an. Also, hier ist eine kleine EQ-Lösung. Okay. Wir können auch generell kurz auf Start gehen. Also, wir sind hier in Stockholm. Und wenn du, pass auf, auf Home gehst, können wir dir auch ein bisschen zeigen. Man hat verschiedene Elemente. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit Mercedes MBUX auskennst. Aber du hast natürlich dein Telefon, du hast verschiedene Radio und Medien und du hast jetzt auch neu so eine EQ-Kachel. Und hier findest du
relativ schnell die wichtigsten Sachen um für ein EV-Fahrzeug. Also wo ist die nächste Charging-Station? Ich möchte sofort laden. Ich möchte eine Abfahrtszeit festlegen, weil ich sage, bitte morgen früh würde ich gerne vollgeladen weg oder heute Nachmittag möchte ich da und da hinfahren. Was ich cool fand bei der Präsentation ist, dass ihr bei, ich glaube es war unter Consumption, dass man sehen kann, okay, ist noch nicht available, aber dass man sehen kann, wohin die Energie geht. Also wie viel Prozent gehen also fürs Fahren drauf, wie viel fürs Heizen und wie viel für andere genau, Sachen. Genau, ne? Ja, das ist für den Nutzer mal ganz interessant zu sehen, wie er seine Energie verbraucht und gegebenenfalls auch dann entscheiden kann, okay, dann mache ich die Klima aus, weil das würde mir dann so und so viel Prozent sparen. Genau, richtig. Das ist auch ganz entscheidend. Wir wollen extrem transparent sein, sodass du echt weißt, wie viel Reichweite habe ich noch. Also ist da noch jetzt ein bisschen was übrig oder nicht? Du kennst ja einfach Brenner, ne? Irgendwann ist halt, ich habe jetzt, dann kriegst du die Tankanzeige und dann weißt du nicht mehr so richtig, wie weit du kommst. Und bei dem wollen wir extrem transparent sein, dass du genau weißt, okay, ich komme jetzt halt noch 2 Kilometer. Oder ich aber eine kleine versteckte Reserve habt ihr doch sicher auch eine minimale oder? Reserve, aber es ist sehr nah dran an dem tatsächlichen Null. Und das ist dann einfach hilfreich, weil ich dann weiß, dann ist wirklich Ende. Null, ja. Aber du kannst natürlich fragen, how far is my range? Okay. Hey Mercedes. How may I help you? How far is my range? You can still drive 264 kilometers. Läuft, cool. Magst du mir die Fahrprofile einmal kurz zeigen? Wo finde ich denn die und wie viele gibt es denn? Da kommst du relativ schnell hin. Also okay. Du musst gar nicht touchen hier groß. Du klickst einfach hier auf Dynamic Select und kannst dann auswählen zwischen den verschiedenen Moduli, die hier angezeigt werden. Okay. Also maximale Reichweite als wirklich sparsamste Version, Eco als eine vernünftige ökonomische Fahrweise, Komfort, eben auf sehr komfortables Fahren ausgerichtet, okay, Sport, wenn du dynamisch willst und individual, da kannst du tatsächlich alle möglichen Einstellungen mal persönlich vornehmen. Wir haben hier 2 Motoren, einer vorne, einer hinten, beide 150 kW circa. Ungefähr, ja. Und der vordere ist für die Effizienz da und der hintere für mehr das sportliche Fahren. Ne? Also genau je nachdem jetzt auch, was ich hier einstelle, würden die Motoren anders genutzt werden. Genau, die werden anders angesteuert. Der vordere eben für Effizienz, weil du einfach maximal die Reichweite erreichen willst. Mhm. Und das ist auch im Stadtverkehr, im Stau, auf ganz normalen. Wenn du segelst und rollst, ist der total ausreichend. Und wenn du richtig Gas geben willst, dann greift der hintere mit ein und gibt Schub von hinten. Das Mercedes-typische Fahren, Heckantrieb bisschen. Und du hast halt eigentlich permanent ein Allrad. Das ist auch geil. Ja. Das heißt, egal welche Wettersituation du eigentlich hast oder auch wenn du Performance willst, hast du den Allradantrieb, das ist ein schönes Paket. Und jetzt hast du gerade das Segeln und Gleiten angesprochen, aber ein Elektroauto kann ja auch durch Rekuperation Energie zurückgewinnen. Ja. Und da fand ich es interessant, dass ihr, ich glaube, 5 Stufen anbieten wollt. Ja, man kann das, ich weiß nicht, ob ihr das hier heute sehen, also das ist jetzt ein Kombi-Instrument, hier drüben. Und jetzt würde ich dich bitten, tatsächlich nicht aufs Gas zu treten, weil wir jetzt mal den Parkmodus, drehen wir auf die Bremse bitte. Das auf der Bremse bleibe ich. Okay. Du siehst hier ein kleines D-Auto. Ja, jetzt würden wir fahren. Und sobald du an die Pedals gehst und so wie du es kennst, wenn du jetzt irgendwie bergab fahren würdest und einen Gang zurückschalten, verändert sich dann der Drive-Modus. Mal gucken, tatsächlich. Also das ist jetzt hier D+, was quasi Segeln ist, also gar keine Rekuperation. Okay, also praktisch wie ein Verbrenner, wie ein normales Auto, wie man es kennt. Man geht vom Gas und rollt einfach. Genau, wie wenn du quasi auskuppeln würdest, mehr oder weniger. Ja. So ein bisschen wie beim Fahrradfahren. Ne? Du siehst irgendwie, da ist der Berg, dann lass mal runterrollen und nimm so viel mit, wie du kannst. Ne? Das ist natürlich die effizienteste Art, die Energie einzusetzen, weil du de facto sie nicht besonders verbrauchst. Außer du musst halt dann irgendwann bremsen, weil die Ampel rot ist, dann ist es natürlich nicht mehr so effizient, weil du sie verbremst und sie verpufft. Wenn es vorausschauendes Fahren ist natürlich. Wenn du jetzt mal auf die Minus-Pedal drückst, dann bist du wieder auf D. Ich drücke nochmal D Minus und D Minus Minus. Und wahrscheinlich dann hier auch D Plus Plus Plus. Nee, nur einmal Plus. Wir haben noch Auto dazwischen. Also du kannst, wenn du ganz normal einschaltest, hast du die Auto. Okay. Das ist, das nutzt eben dann auch genau dieses vorausschauende Fahren. Das nutzt die Kameradaten und die Navigationsdaten. Das ist dann entsprechend optimal rekuperiert, je nachdem wie deine Fahrsituation ist. Kannst du mir noch was zu den Fahrassistenzfunktionen sagen? Dann bin ich auch durch mit meinem Auslöchern. Alles klar. Fahrassistenzsystem ist ein bisschen schwierig zu zeigen hier im Stand. De facto gibt es aber sehr viele Sensoren, die hier drin verbaut sind. Die sind hier oben zum Beispiel drin. Okay, oder da ist wahrscheinlich eine Kamera und da hat wahrscheinlich noch viele Ultraschallsensoren. Genau, wir haben vorne in dem Stern sind gewisse Sensoren. Im Stern, ne? Ja, genau, richtig. Cool, also kann man sehen, wo man da hingeht? Nee, deswegen ist der unter so einer Glasfläche oder so eine Kunststoff ist es. Und der hat dann unterschiedliche Sensoren, die verschiedene Reichweiten haben. Das heißt für den Nahbereich oder für ein bisschen weiteren Bereich. Und die Idee ist eigentlich, dass du das System erkennt, was um dich rum ist und hat diese gleichen Systeme, die du auch in der S-Klasse zum Beispiel kennst. Das heißt, du kannst Abstandsradar haben, das heißt, du folgst jemanden, wenn der die Spur wechselt, dann kannst du dem ein bisschen folgen. Du kannst selber die Spur wechseln, indem du das System aktiviert hast und einfach blinkst, dann
dann weiß das System, okay, jetzt geht's los, dann kannst, wechselst du die Spur. Was er neu hat noch, ist auch so ein Staufolge-Feature. Das heißt, bisher folgst du einfach deinem Vordermann im Stau. Das ist aber blöd, wenn du Rettungsgassen bilden musst eigentlich, ne? Weil der sich immer in Seitenstreifen früh orientiert hat. Und das Fahrzeug weiß dann, okay, wir sind jetzt hier im Stau. Und ich kann dann diesen Streifen ein Stück weit ignorieren, um dann so eine Rettungsgassenfunktion zu bilden. Das heißt, dann fährst du nicht mehr in der Mitte, sondern du fährst tatsächlich so an der Seite, dass die Rettungsgasse ist. Ja, weil so ein Assistenzsystem ist ja genau im Stau besonders angenehm, dieses ganze Stop-and-Go vermeiden. Aber wenn du die Rettungsgasse nicht kennt, dann kannst du auch wieder wegschmeißen. Und das ist ein Feature, was ist Neues. Und du kannst alles hier, kannst vielleicht nochmal zeigen, an den Lenkrad dann einstellen. Jo. Hier auf der linken Seite. Relativ simpel, kannst du entscheiden, wie nah dein Abstand ist, du kannst die Geschwindigkeit setzen mit diesem Jog-Dial und kannst einfach reset oder canceln, je nachdem, wie das ist. Und das ist relativ intuitiv, wenn man das ein bisschen mal mit gespielt hat, man aktiviert das einmal und dann sieht man hier auch die Animation, wie groß soll der Abstand wirklich sein, wie schnell soll das sein. Und das ist echt simpel und hilft natürlich auch beim ökonomischen Fahren, ehrlich gesagt. Cool. Spitze. Wolfgang, tausend Dank. Sehr gerne. Bis bald. Jo. Motor raus. Okay, das war doch informativ. Jetzt einmal noch der Rückbanktest. So, das erste, was mir auffällt, es ist deutlich dunkler. Ihr seht das sicher auch, weil hier oben kein Licht mehr reinkommt. Also vorne gefällt es mir auf jeden Fall besser. Kann man hier hinten sein Handy laden? Ich glaube nicht, beziehungsweise man würde ja so noch hinkommen wahrscheinlich. Aber ansonsten, also ich bin knapp 1,80, gar kein Problem. Auch der Afro kitzelt die Decke nicht. Ich denke, das sollte auch für größere Menschen komplett klar gehen hier hinten. Und hier sind noch ein paar schicke Lautsprecher. Ja. Alles schön verarbeitet. Wir sind jetzt hier in einem deutschen Premium-Auto. Das ist natürlich auch ein Vorführauto. Also die werden jetzt natürlich nur was hinstellen, was auch wirklich geleckt ist. Und ich sehe, der Nico will hier rein und seine Viertelstunde nutzen. Also, raus mit mir. Ja, die halbe Stunde ging echt schnell vorbei. Deswegen nochmal hier im ruhigeren Setting im Nachgang meine abschließenden Gedanken. Ich passe nochmal kurz zusammen. Die wichtigsten Eckdaten waren 85 Kilowattstunden großer Akku bzw. 80 Kilowattstunden nutzbar. 0 auf 100 geht in 5,1 Sekunden. Reichweite nach NEFZ 450 Kilometer. Aber ihr wisst das muss man einfach dann in der Praxis sehen, wie es dann bei verschiedenen Witterungsverhältnissen, auch wenn es kalt ist, wenn es regnet, wenn das Auto voll beladen ist, muss man eben einfach testen. Wir durften das Auto wirklich überhaupt nicht fahren. Wir dürfen uns auch nicht reinsetzen, als da mal von einer Fotoposition zur nächsten so ein bisschen rangiert hat, aber das können wir uns dann von außen so ein bisschen anschauen. Ich hoffe, dass wir das irgendwann nachholen können, denn das Auto kommt auch schon bald auf den Markt, 2019. Es wird nämlich dann in Bremen produziert und für mich so ein bisschen der Knack, es ist ein schönes Premium-Mercedes-Auto. So, keine Frage. Knackpunkt ist halt, wie bei jedem anderen Elektroauto auch, das Laden. Gleichstrom 110 kW ist auf jeden Fall schnell genug. Da kann man problemlos von einer Stadt in die andere fahren. Muss mal so hier kurz einen Ladestopp machen, 20 Minuten, und dann fährt man eben wieder seinen 200, 300 Kilometer weiter. Easy. Aber dafür braucht man dann eben dieses Ionity-Schnellladenetz, was eben diese 400 Ladepunkte in ganz Europa zur Verfügung stellen soll. Und hoffentlich geht da eben der Ausbau möglichst schnell voran, damit eben alle Elektroautofahrer ein zuverlässiges Schnellladenetz auf diesem Kontinent haben. Bei Wechselstrom wurde eben nicht auf dreiphasiges Laden gesetzt, dauert dort also ein bisschen länger. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in der nächsten Generation von dem Auto dann auch schon dreiphasig möglich ist. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Auch ist Zukunftsmusik, was der Preis von diesem Auto sein wird. Das wurde nicht bekannt gegeben. Und ja, ich werde das auf jeden Fall interessiert weiterverfolgen und hoffentlich kann ich das gute Teil irgendwann in naher Zukunft auch mal fahren. Ich freue mich auf eure Kommentare, eure Meinung zum Auto ist gefragt. Wir sehen uns dann unten wieder und gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut.